Kapitel 12. Merisabe. Martys Apartment, 22. September 1951. September schon. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Alter. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Hey, wieder. Hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Alter, warte, das muss ich mir jetzt gerade nochmal geben. Nee, warte. Das sah ja so geil aus mit der Frisur, ey. Geil. Nice. Alter, die Karre steht da immer noch. Ja, letzte Folge, ihr habt was verpasst, Leute. Schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Karre weitergeht, dann... Krass, ey. Schaut in der nächsten Folge auf jeden Fall mal rein. Ich nehme aber meine andere Karre. Ja, die da. Die sieht nämlich noch gut aus. $54 Schaden nur. Das ist doch nichts. Ja, ja, bla bla. So, ich möchte jetzt nicht schon wieder gleich von den Bullen gesucht werden. Deswegen gebe ich mir jetzt extra mal Mühe. Ach ja, das Hinterlicht ist ja kaputt. Stimmt ja. Alter. Fängt ja schon gut an. Da ist auch Blut. Aha. Okay. Auf jeden Fall passt dieser Look, so Elvis-Look ist das, denke ich mal. Und mit so einer Karre, ey. Das passt doch auf. Richtig geil. Langsamer! Bleib stehen, Arschloch. So, wir machen jetzt hier ein heißes Deal. Der heißt es Deal. Ich kann echt nicht mehr sprechen, ohne Spaß. Jetzt gucken wir mal, was uns erwartet, was der Henry geplant hat. So. Was hat der Henry denn für uns? Ah, scheiße, das ist ein Zweisitzer. Hm. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey, Vito. Alter, das sieht so geil aus, das Outfit. Ich hab mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin $2,500. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht $7,500 Gewinn pro Kilo. Hm, aber was ist mit Falcon? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Ja, ja. Los, fahren wir zu Bruno.
Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street? Klar, fahren wir. Ah, nur Scheiße, ey. Es läuft wirklich nur Scheiße. Ohne Witz. So, wir brauchen aber ein anderes Auto. Ich passe nicht alle rein. Ich brauche ein Taxi. Oder wollen wir uns einen Bullenwagen nehmen? Warte, was haben wir nochmal für Waffen? Also Scheißwaffen. Ja, das ist scheiße, ne? Steig schon aus. Alter Pink, ey, ernsthaft. Was denn jetzt? Was willst du, Junge? Komm, schlag zu. Was willst du denn jetzt? Und da kommt da noch einer. So geht's nicht weiter. Ja, ich weiß. Der Junge will hier aber Schlägerei haben. Komm, Junge, schlag doch zu. Personenkampf auf Straße. Wiederhole, Personenkampf. So. Ja, jetzt will der nächste Schlägerei, Junge. Willst du mich verarschen? Alles klar. Keine Bewegung. Ja. Scheiße, ey. Hey, ich schieße. Aua, 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 aua. Ah, 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 ah. Alter. Fuck. Ey, jetzt nehmen wir wohl ein Auto. Komm, jetzt sind wir schon mal dabei. Wir sind wanted. Komm, steig ein, Vito. Wo war die Hupe? Kann man die Sirene nicht anmachen? Wo ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? Scheiße, schade. Einer der wenigen, die so einen großen Kredit. Natürlich, wie schnell die Wagen sind. Was? Wenn uns das Geld nicht leid? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggepustet. Oh. Ja, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Deshalb können wir ihn auch nicht kalt machen. Okay. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Sein. Können wir ihm trauen? Oh, Alter, es läuft wirklich nur Scheiße gerade momentan. Ohne Flachs. So richtig daneben läuft. So. Hallo, Jungs. Wir wollen zu Bruno. Hi, Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Ich habe ein bisschen mehr als nur diese Waffe dabei. Hi, Bruno. Hallo, Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurger Noven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar. Boah. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger.
Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück. Das Geld sieht schon billig aus. Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Interessant. Hier werden die Mülltonnen umgeschmissen. Von wem kommt das bloß? So, kommt Jungs. Wir müssen einsteigen. Jawohl, schön quietschen. Ich hab euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte Natur sie auf den Hintern geglotzt. Gott hab sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehme alles zurück. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Kreditherr namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja, was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falkern die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Na, wenn du das sagst. Ich brauch mal eine neue Karre, fällt mir ein. Ja, also fahren könnte ich aber nicht. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Perfekt ausgetrickst, ey. Ich sollte Fahrerflucht werden. Ja, der macht sogar schon Platz, ne? Wir sind Cops. Ja. Hey, wir sind Cops. Wir sind Cops. So, dann treffen wir uns mal mit den Japsen. Durch das Tor und in den Hof. Polizia. Folgt den Chinesen. Okay, machen wir. Kommt mit, Jungs. Aber überlasst das Reden mir. Kontakt! Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Folgen Sie mir, Gentlemen. Mr. Wong erwartet Sie. Erstmal anders dahin pflanzen. Wir eigentlich schon, das ist so eine richtig geile Truppe, weißt du, Paul ist Tommy. Henry ist... Also Paulie ist Joe. Sam ist Vito und Tommy ist Henry. So ganz grob gesehen. So. Weapons sind hier nicht erlaubt. Naja, dann sind sie halt nicht erlaubt, ne? Ich hoffe, dass ich mich jetzt gut schlage und nicht so aufs Maul kriege. Was ich wahrscheinlich denken werde. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. In Ordnung, bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Geile Krawatte. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Hmm.
Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Kommt, ab zum Wagen. Ja, wenn es so leicht gewesen wäre, ne? Hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Was macht der denn da? Warum liegt der da tot? Meine Herren? Scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie um, Jungs! Schießt sie doch! Sicher die Rückseite. Ah, geht mir weg. Hast du das beim Militär gelernt? Ja. Alter. Aber es sind immer noch zu viele. Deckung. Wir können nicht zurück. Haut ab! Gehen wir mal hier hoch. Ich hätte aber gerne mal eine andere Waffe. Werden wir erstmal ein paar Spasten los. Mach die ganze Muni doch nicht leer, Jungs. Ich bin doch da gar nicht mehr. Oh, Headshot. Moment, ich kann hier ein paar ausschalten. Oh, scheiße, muss nachladen. Alter. Moment, ich schalte schon mal ein paar aus. Bleib mal ganz ruhig jetzt. Komm, lass mich zielen. Headshot. Junge, halt doch mal die Fresse. Gehst mal auf den Sack. Ist klar. Lad mal rein. Fuck. Willst du mich verarschen? Ja, gell? Oh, gezielter Kopftreffer. Los, weg da. So, eintreten. Ja, boah, voll eingetreten. Krass, Junge, krass. Ah, nur noch einer. Na, dann sind noch zwei. Okay. Gut, dann sind es halt eben zwei. Ich würde mal sagen, das war ein Headshot. Halt ihn an, Vito! Ah, Moment. Los jetzt! Zack, zack! Der muss also erst aus der Deckung kommen. Jetzt noch nicht. Okay. Oh, 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 oh. Nicht dahinter, das ist nicht so gut. Nice! Ja, es gefällt mir doch schon mal. Okay, schnell weiter, 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 weiter. Ja, jetzt sind die ganzen Spasten nämlich schon mal down. Da hinten ist bestimmt noch irgendwas. Es kommt, glaube ich, aber noch mehr Deppen. Ja, war ja klar. Auf jeden Fall sind es mal bessere Kollegen als irgendwie Polly und Sam, weil da war ja auch mal ein richtig krasser Fail. Ich frag mich jetzt gerade nur, wo die Spasten sind. Mal kurz nachladen. Kann nachladen. So, wo sind die? Es sind noch mehr hier, ich weiß das. Die stecken sich nur. Okay, hab ich. Was haben wir denn jetzt so? Ah, die hier. Dann nehmen wir erstmal die hier. Die ist nämlich schön präzise eigentlich. Die laden wir auch mal kurz nach. Sehr schön. Da kommen nämlich noch ein paar. Das ist alles? Dann blüht ihr was. Okay. Ah, wie der aus dem Auto fliegt. Ah, die Waffe ist so geil. Es sind deutsche Waffe, halt die MP40. Nice, Joe. So, da vorne ist noch einer. Hey, du Arschloch! Hier. Nice. Saubere Sache, Leute. Saubere Sache. Ja, ich will auch nicht in dieses Fahrzeug steigen, Kollege. Ich will noch mal ein bisschen Munition stecken. Ach, unser Wagen wurde
demoliert. Ah, Shotgun. Shotgun. Nehme ich doch immer gerne. Na, warte mal. Den Revolver hätte ich auch noch gerne. Hm, genau wie die. Die kann ich auch gut nehmen. So. War hier noch irgendwas? Naja. Okay. Einsteigen, Leute. Kommt. Los. Die Zeit ist kostbar. Zum Glück haben wir keinen Platten geschossen, wie die alle verreckt sind hier. Ups. Alter, so ein hartes Tor. Hallo? Alter, jetzt. Komm. Boah, warum haben wir denn jetzt so eine lahme Karre? Scheiße. Das war knapp. Ja, es ging aber gut. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt. Eigentlich wie billig das ist. Alter. Alter. Leute, die sind so... Ich habe das Gefühl, ich spiele irgendwie auf schwer, weil... Hängen Sie ab, verdammt. Das war schon, wie die rangehen. Wie die da rangehen, Alter. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder dran schuld, weißt? Ja, Jungs, die Bullen schießen hier nicht ab, gell? Ach so. Alles klar. Mhm. Irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, ich spiele es auf schwer. Habe ich das nicht auf normal oder habe ich das auf schwer gestellt oder irgendwie? Weiß auch nicht. Irgendwie. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay. Ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen. Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Ja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Ja, heute zählt das alles nicht mehr. Ach so. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Wow, jetzt ziehen wir erstmal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne schmieden, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Schießt mal, Jungs, bitte. Weil die gehen mir ein bisschen hart auf den Eier. Auf den Piss. Ja. Nein, du rammst mich nicht von der Seite. Ich hab keinen Bock auf dich jetzt. Schön langsam fahren. Nicht drauf fahren. Meine Fresse, die haben gar kein Fahren gelernt. Genau. Jetzt haben die mir den Platten geschossen, Alter! Komm, gib Gas, Junge. Scheiße, der hat eine Shotty. Der kann mich auf einmal down machen. Blöde Penner. Ich sag's ja. Alter, Junge! Wie die abgehen, wie die auch mich immer treffen. Ja. Der macht mich down. Wir sind da. Lass mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe. Ist du ein Dauerparkplatz auf dem Friedhof? Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht fahren. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Fick dich doch, Alter. Verdammt.